willkommen zur Kinder-Bibel-Action! Happy Birthday to me! Happy Birthday für mich! Happy Birthday, lieber Franz! Happy Birthday für mich! Franz, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass du heute Geburtstag hast. Nein, ich hab doch keinen Geburtstag heute. Nein, guck mal, ich muss noch 50 Mal schlafen. Noch 50 Mal schlafen und dann tust du jetzt schon dein Geburtstagslied singen? Oh, ja, weil ich muss doch trainieren für meinen Geburtstag. Weißt du? Ja, ich muss üben. Oh, du musst üben, aber was musst du denn üben? Kuchen essen oder singen? Nein. Ich muss Kerzen ausblasen üben, weil das kann ich gar nicht. Kannst du nicht? Dann müssen wir das mal üben. Zeig mir mal, dass du das nicht kannst. Warte. Das will ich sehen. Das kann doch jeder. Gar nichts. Siehst du gar nichts? Oh, Franz. Ich glaube, du musst noch ein Atemtraining machen. Dann stehen wir mal alle gemeinsam auf und wir beginnen. Hey Kinder! Hey was? Hey Kinder! Hey was? Zeigt mir, wie ihr euch freut. Oh nee! Natürlich, zeigt mir, wie ihr euch freut. Okay! Franz, wie würdest du Jesus zeigen, dass du dich freust? Okay, also wir freuen uns jetzt so, wie der Franz sich freut. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. Hey Kinder! Hey was? Hey Kinder! Hey was? Zeigt mir, wie ihr euch freut. Oh nee! Natürlich! Zeigt mir, wie ihr euch freut. Okay. Gut, wie zeigst du, Jesus, dass du dich freust? Ich freue mich, wenn ich schwimmen kann. Wir schwimmen, okay? Okay. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. Hey Kinder. Hey was? Hey Kinder. Hey was? Zeigt mir, wie ihr euch freut. Oh nee. Zeigt mir, wie ihr euch freut. Okay. Wie freust du dich? Oh, wenn ich mich freue, dann tanze ich. Okay, dann tanzen wir jetzt. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. J-E-S-U-S, zeig ihm, wie du dich freust. Du, weil jetzt habe ich aber noch viel weniger Atem als davor. Oh no. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh, am besten singen wir jetzt noch ein Lied, okay Franz? Okay. Mit Abstand besten Kinderband der Welt. Mich. Nein. Lässt er uns allein? Nein.
Luft aus der Form, weil ich so ganz singe. Okay, okay. Hol Tiefluft. Okay. Und ausatmen. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Spürst du das, Franz? Die Luft, die tut gut, die tut wirklich gut. Oh ja. Die gibt mir richtig Leben. Oh, das ist wie, oder Kraft, vielleicht ist das Lebensatemkraft oder sowas. Oh ja, wir brauchen Luft zum Leben. Die gibt uns richtig Kraft. Und weißt du was? Jesus, der weiß, wir brauchen nicht nur Luft zum Leben, sondern wir brauchen auch seine Kraft. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Hä? Wer ist denn der Heilige Geist? Wer ist das? Der Heilige Geist, der gehört auch zu Gott und den hat uns Jesus geschickt. Und zwar als Tröster und Helfer. Den hat er zu seinen Jüngern geschickt, weil die ganz, ganz kraftlos und mutlos waren, als Jesus gegangen ist. Kennst du die Geschichte, Franz? Nö. So. Ah, Franz, die erzähle ich dir. Das ist die Geschichte von Pfingsten. Ich glaube, die erzähle ich uns allen. Dazu brauche ich aber bitte deine Sachen, den Kuchen, den darfst du noch behalten und später essen. Und wir schaffen hier mal ein bisschen Platz. Die Geschichte von Pfingsten, die fängt an in Jerusalem. Jerusalem, das kennst du noch. Am Anfang haben da die Freunde von Jesus gelebt, die Jünger. Und es war natürlich Jesus da. Jesus hat noch gelebt, der Sohn Gottes. Und die Jünger haben sich gefreut an ihrem Jesus und sie waren 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Aber es kam der Zeitpunkt, an dem sehr viele Leute nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und du erinnerst dran, sie haben Jesus getötet. Und die Leute dachten, jetzt haben wir ihn getötet. Und sie haben gedacht, man kann ihn wirklich töten, diesen Sohn Gottes, aber das geht natürlich nicht. Man kann nicht den Geist Gottes töten. Das Gute war, nur 3 Tage später kam Jesus wieder. Und man hat gesehen, er lebt. Gott lebt in ihm. Und die Jünger haben sich gefreut und haben gesagt, juhu, juhu, Jesus lebt. Jesus lebt in ganz großer Kraft und Macht. Und die haben sich gefreut und Party gemacht. Es war wunderschön. Aber Jesus hat gesagt, ihr wisst, ich kann nicht mehr lange bei euch bleiben. Ich gehe wieder zurück zu Gott, meinem Vater. Aber habt keine Angst, wenn ich bei meinem Vater bin, dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Dann habt ihr keine Angst mehr, dann habt ihr richtig wieder Kraft und Mut. Die Jünger, die Freunde von Jesus konnten sich das nicht vorstellen. Aber tatsächlich, an dem Fest, das wir an Himmelfahrt feiern, ist Jesus zurück zu Gott, seinem Vater. Die Jünger, die saßen in dem Haus, in dem sie sich immer getroffen haben, und denen war es ganz unheimlich. Die haben gesagt, jetzt ist Jesus wirklich weg, unser bester Freund, der immer unser größter Mutmacher wäre und der uns immer die besten Geschichten von Gott erzählt hat. Und sie haben ihn schrecklich vermisst. Aber sie hielten zusammen, sie als Freunde. Und genau 50 Tage nach dem Passafest, nach dem Auferstehungsfest, war das große Erntefest in Jerusalem. Viele Leute waren in der Stadt, nicht bloß die Freunde von Jesus, sondern es waren Leute aus allen Ländern, die man sich vorstellen kann. Aus Griechenland, aus Italien, aus Afrika, aus Arabien. Überall her kamen die Leute und man kann sich vorstellen, was für ein Sprachengewirr in dieser Stadt war. Die haben sich gegrüßt. Kalimera, Salam, Shalom, Hallo, Servus, Grüezi. Ein absolutes Sprachengewirr. Alle wollten bei dem Erntefest mitfeiern und alle haben sich gefreut, dass Gott die Menschen gut versorgt. Die einzigen, die nicht gefeiert haben, waren die Jünger. Die saßen dran, waren immer noch traurig und die haben gesagt, Mann, Jesus hat doch gesagt, er schickt uns seinen Heiligen Geist, den Mutmachgeist, die Kraft von Gott und wir warten und warten. Aber als sie gerade am Warten waren,
kam wie ein starkes Brausen. Ein starker Wind, sowas hatte noch keiner gehört. Auch die Leute in der Stadt hatten das nicht gehört. Die kamen nahe zu dem Haus und wunderten sich, sag, was ist denn hier los? Und als dieses Brausen geschah, sah man, als ob sich auf die Köpfe der Jünger Feuerflammen setzten. Und plötzlich merkten die Jünger, oha, wir sind ja gar nicht mehr traurig. Wir fangen an, fröhlich zu sein. Unser Herz war voll mit Freude. Die ganze Trauer geht weg, wenn wir Jesus vermissen. Oh Mann, jetzt wird's langsam wirklich wieder schön in unseren Herzen. Wir haben den Eindruck, unser Herz wird voll mit Freude. Wir spüren, Jesus ist da. Wir können ihn nicht sehen, aber in unserem Herzen merken wir, Jesus ist nah. Er ist da, er tut uns gut. Und sie hatten das Bedürfnis, ganz laut zu rufen. Sie öffneten die Fenster, sie öffneten die Türen und sagten, alle Leute herhören, Jesus lebt, Jesus ist da. Ihr könnt ihn vielleicht mit euren Augen nicht mehr sehen, aber wir spüren das tief in unseren Herzen. Jesus ist da mit seiner guten Gegenwart und er lebt. Ihr müsst es alle wissen. Die Leute wunderten sich und sagen, was rufen die denn? Und der eine sagt, sag mal, sind die betrunken, die reden durcheinander. Und der andere sagte, nee, ich höre gut, was die reden. Die reden in meiner Sprache, die reden Griechisch. Der andere sagte, die reden doch nicht Griechisch, die reden in meiner Sprache, das ist Italienisch, astreines Italienisch. Und der andere aus Afrika sagte, nein, das ist Afrikanisch, ich höre sie doch, wie sie Gott loben in meiner Sprache. Und alle wunderten die sich, wie können denn diese Jünger, die eigentlich nur die Sprache Israels können, plötzlich von Gott erzählen in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt? Petrus ging raus zu den Leuten und sagte, ihr Menschen von Jerusalem, hört alle her, es ist etwas Unglaubliches passiert. Ihr habt gedacht, Jesus ist tot, ihr habt den Sohn Gottes getötet, aber ich sage euch, er lebt. Er ist zurück zu seinem Vater gegangen und jetzt ist er mit seinem guten Geist bei uns. Jeder, der an Jesus glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, der glaubt, dass er sein Leben hell machen kann, der wird merken, dass er auch den Geist Gottes bekommt. Viele Leute konnten es nicht fassen. Sie kamen dazu, sie gingen in das Haus mit rein und feierten mit und sie wollten das wissen. Und viele fingen an zu glauben, dass wirklich Jesus der Sohn Gottes ist, der ihr Leben heil machen kann, der es gesund machen kann. Und an diesem Tag kamen über 3000 Leute dazu und wurden Freunde von Jesus. Die erste große Jesus-Gemeinschaft war entstanden und die Leute trafen sich ab da immer zum Essen und zum Trinken, zum Beten, zum Singen. Es war eine riesig große Jesus-Gemeinschaft entstanden. Dieses, was an Pfingsten geschah, sagt man auch ganz oft, das ist wie ein Entstehungstag, ein Geburtstag von den Jesus-Freunden, von der Gruppe der Jesus-Freunde. Deshalb sagt man auch oft, Pfingsten, die 50 Tage nach Ostern, das ist auch der Geburtstag, nicht vom Franz, sondern der Geburtstag von der Gemeinschaft der Jesusfreunde. Jedes Jahr an Pfingsten feiern wir, dass es die Gruppe der Jesusfreunde gibt. Happy Birthday, ihr Jesusfreunde! Wow! Wenn ich den Heiligen Geist habe, was kann ich denn dann? Oh, wenn man den Heiligen Geist hat, es ist wunderbar, weil dann wissen wir ganz sicher, Jesus lebt. Und der Jesus, der lebt ganz nah bei mir, der lebt hier in mir drin, in meinem Herz. Und ich weiß, Jesus ist immer bei mir, der verlässt mich nicht mehr. Der Heilige Geist, der erinnert mich dran, Jesus ist da. Und der Heilige Geist, der ist auch super. Der bringt mich auch dazu, wie dem Petrus zu den Leuten zu gehen, sagt, ihr müsst Jesus kennenlernen. Jesus ist das Allerbeste im Leben. Er ist derjenige, der euer Leben gut macht, der euer Leben zurechtbringt. Jesus will, dass ihr zu ihm gehört und mit ihm lebt. Und manche können das mit dem Heiligen Geist, dass sie das gut Erwachsenen erzählen können.
Manche haben vom Heiligen Geist die Art, dass sie es gut Kindern erzählen können. Manche haben von Jesus und dem Heiligen Geist, dass sie es zum Beispiel gut den Leuten in China erzählen können. Manche können es gut, indem sie Kuchen backen und beim Kuchenessen von Jesus erzählen. Manche können Klavier spielen und singen Jesuslieder und erzählen darüber. Der Heilige Geist, der gibt viele gute Ideen, wie man von Jesus erzählen kann. Boah, da bin ich ja richtig gespannt, wie ich jetzt zum Beispiel, ich kann dann ja vielleicht meinen Freunden in der Schule oder im Kindergarten erzählen, oder? Oh, aber ich glaube, ich meine, ich bete, vielleicht kann ich zu Jesus beten, dass er mir dann Ideen gibt, ob ich einen Kuchen backe oder ob ich was anderes mache, damit ich denen erzählen kann davon, oder? Das ist gut. Ich finde, beten ist da immer eine gute Idee und du kannst dich freuen. Das ist immer sehr cool, die schönen Ideen und die Sachen, die man kriegt, um anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Betest du mit uns, Franz? Mhm. Danke, Jesus, dass es dich gibt und danke, dass du mit deinem Geist da bist und uns auch helfen willst. Und ich bitte dich, dass du mir ganz viele Ideen schenkst, wie ich es meinen Freunden von dir erzählen kann. Amen. Amen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Oh, also mir fällt jetzt, gibt es ja nicht ein Lied? Sowas über Gott, Heiliger Geist, keine Ahnung. Ich lieb dich, Jesus. Ja, genau. Heiliger Geist. Oh ja, das singen wir miteinander, okay? Oh ja! Debbie, was ist denn das? Ist das so die Pfarrerskrawatte von Ruths Bruder? Ich meine, ich mach den mal hier rein. Nein, Franz, bevor du es kaputt machst, das ist ein Helikopter. Oh. Also, ich zeig dir mal, wie man den bastelt, okay? Okay. Also, liebe Kinder, ihr braucht dafür einen Stift, eine Schere, ein Blatt Papier und so eine Klammer. Und dann müsst ihr abmessen, und zwar 3 Finger breit. Am besten ihr nehmt die Finger von euren Eltern, weil die ein bisschen größer sind. Und dann nehmt ihr den Stift und es muss so lange sein wie der Stift. Und dann schneidet ihr das aus, so wie hier. Das ist 3 Finger breit und etwa so lange wie ein Stift. Und dann nehmt ihr dieses Blatt Papier und faltet es einmal in der Mitte durch. Dann faltet ihr es wieder auf und schneidet mit der Schere bis zu dieser Linie durch. Okay? Und jetzt schneidet ihr hier einmal nicht ganz in die Mitte und hier nicht ganz in die Mitte und dann faltet ihr hier rein und legt die andere Seite über die andere Seite. Dann faltet ihr unten einmal zu und macht die Klammer unten dran, damit der Helikopter ein bisschen schwerer ist. Und dann ist es gar nicht mehr schwer. Dann legt ihr auf jede Seite eine Propellerhälfte und dann müsst ihr das einfach nur noch in die Luft werfen und er fliegt. Wow, das ist ja klasse. Das heißt, wenn die in der Kirche schlafen, dann macht er das einfach hier raus und lässt einen Propeller fliegen. Wow, das ist ja genial. Oh, Ruth, du hast einen richtig coolen Bruder. So wie der Heilige Geist uns glücklich macht, tut er uns auch ziemlich vorantreiben im Leben. Und dafür haben wir nochmal einen Tipp gegen die Langeweile. Ihr braucht dafür Watte, einen Luftballon und ein bisschen Kreppband, um euch auf dem Boden eine Linie oder einen Parcours zu bauen. Und dann müsst ihr versuchen, so schnell wie möglich mit der Luft aus dem Luftballon die Watte voranzutreiben. Für diejenigen, die von euch noch gerne malen, haben wir noch einen weiteren Tipp gegen Langeweile. Und dafür braucht ihr ein Röhrchen, einen Pinsel mit Wasser und natürlich Wasserfarben. Und ihr benutzt einfach irgendeine Farbe, die euch gefällt. Braucht ganz viel Wasser dafür. Setzt viel Wasserfarben
auf das Blatt Papier. Und puste dann. Das könnt ihr mit allen möglichen Farben nachmachen oder ganz verschieden im Bild verteilen. Und es steht dafür, dass der Heilige Geist nicht nur an einem Ort ist, sondern dass der Heilige Geist in jedes Land der Welt möchte, damit die Menschen dort von Jesus erfahren. Und die Miri, die spricht uns jetzt zum Ende noch den Segen zu. Ihr Lieben, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war's für heute. Cool, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und damit ihr nichts mehr verpasst von unseren coolen Videos, dann klickt doch einfach auf die Glocke und lasst so einen Daumen nach oben da. Und ja, ihr könnt auch den Kanal abonnieren. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.